Hallo zusammen, ich habe euch mal wieder drei Bücher mitgebracht, die ich euch hier gerne vorstellen würde. Und wir beginnen sogleich, ohne große Vorrede, mit dem ersten Buch. Das da heißt Die 10-Jahres-Pause von Meg Wolitzer. Ich mag den Schreibstil, er ist angenehm zu lesen, er hat einen besonderen Ausdruck und Finesse und das bereits hier schon, denn im Original ist dieses Buch deutlich vor das weibliche Prinzip erschienen, aber wie gesagt, auch hier ist es bereits schon so, dass sie mit ihren Worten Atmosphäre erzeugen kann und auch durchaus eine Tiefe, die mitreißend ist. Also man ist sofort drin in der Geschichte, ohne große Einleitungsphase. Die Autorin schafft es, mich für Themen zu interessieren, die mir eigentlich nennenswert fern sind, also die ich in meinem realen Leben sogar für mich eher verneine, nämlich Mutterschaft zum Beispiel. Also dieses Buch vermittelt die Vereinbarkeit bzw. die Unvereinbarkeit von Mutterschaft, Familie und Beruf, wie es die Gesellschaft den Frauen diesbezüglich schwer macht, wie auch die Frauen untereinander dazu stehen. Natürlich auch Feminismus, auch Sexismus spielen in diesem Buch eine Rolle. Aber vor allem geht es schlicht und ergreifend um die Lebensgeschichte von 5 Frauen, glaube ich, waren es, denen wir durch ihren Alltag und auch durch ihre Alltagsprobleme folgen. Weitere Themen, die in diesem Buch angesprochen werden, sind zum Beispiel solche wie die Überhöhung der eigenen Kinder, das Aufgeben des eigenen Lebens bzw. des eigenen Werdegangs zugunsten der Familie, aber auch solche Themen wie Abtreibung oder Magersucht tauchen auf. Also die kommen nicht alle gleich viel zur Geltung. Also es ist schon so, dass manche Themen eher nur so mitschwingen oder auch nur mal kurz eine Rolle spielen, aber sie sind da. Und ich weiß, wenn ich das so aufzähle, dann könnte das für den einen oder anderen unfassbar langweilig klingen, so nach dem Thema, ja, oder ich lese einfach die AGBs von Amazon, das klingt irgendwie spannender. Und wenn man vielleicht einfach nur diese Themenliste so sieht, dann wäre ich vielleicht auch einer von diesenjenigen gewesen, aber dem ist eben nicht so. Es ist unterhaltsam erzählt und gut gemacht. Dieses Buch erzählt, wie gesagt, das alltägliche Leben von 5 Müttern, das macht es aber nicht zwangsläufig banal. Ein Plot hat diese Geschichte aber nicht, also sehr lange konnte ich nicht einmal unbedingt einen roten Faden in dieser Geschichte erkennen. Es plätschert schon so ein bisschen vor sich hin, allerdings nicht im langweiligen Sinne. Machen wir uns aber nichts vor, man merkt, dass dieses Buch aus einer älteren Feder der Autorin stammt. Also sie macht in diesem Buch Baustellen auf, die sie in aktuellen Werken nicht aufgemacht hätte. Beziehungsweise macht Fehler, die sie in aktuelleren Werken nicht tun würde. Beginnt zum Beispiel bei den Figuren. Also ich hatte nicht die Chance, eine Verbindung zu den Figuren aufzubauen oder Sympathie für die zu empfinden. Also jedenfalls nicht nennenswert. Sie verhalten sich schon sehr klickenhaft, elitär und auch ziemlich versnobbt. Dieses Buch ist nicht flach. Es gibt durchaus verschiedene Aspekte in diesem Buch. Was jedoch überhaupt nicht auftaucht, ist eine gänzlich konträre Sicht. Alle Frauen in diesem Buch sind Mütter. Die Lebensmodelloption, dass sich eine Frau auch komplett gegen Kinder entscheiden könnte, taucht in diesem Buch überhaupt nicht auf. Das wird komplett ausgeblendet. Außerdem bewegen wir uns hier ausschließlich in einem sehr wohlhabenden, reichen Milieu. Also solche Sachen wie Armut, alleinerziehende Mütter, was ja gerne mal Hand in Hand geht, wirklich so soziale Brennpunktbereiche, das gibt es in diesem Buch nicht. Es war sogar etwas peinlich, wie ich finde, dass dieses Buch sogar versucht, dieses Thema Armut aufzumachen, indem es dort drin eine Familie gibt, die über Geldprobleme klagt. Die es aber trotzdem schaffen, in einem absoluten reichen Luxusviertel sich eine Wohnung zu leisten, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken und ein Urlaub auf einer reichen Insel war dann auch noch irgendwie machbar. Und darüber sollte dann Armut vermittelt werden. Das Thema Geldsorgen. Mir kommen die Tränen. Es gibt zum Beispiel auch keine geschiedenen Frauen in diesem Buch. Also man merkt, dass es sehr konservativ ist, dass es auch etwas veraltet ist. Wie gesagt, hier Stichwort, das ist nicht das neueste Buch von ihr, also nicht im Originalen. Man kann also schon sagen, dass dieses Buch in gewissen Bereichen doch ziemlich limitiert ist, zum Teil auch einseitig. Dementsprechend ist auch der Feminismus in diesem Buch jetzt nicht unbedingt auf dem neuesten Stand, ist nicht unbedingt am Zahn der Zeit. Im Fazit würde ich sagen, dass hier ist nicht das beste Buch der Autorin. Wie gesagt, wen wundert es? Es ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu spät übersetzt worden. Nichtsdestotrotz, finde ich, bietet dieses Buch schlicht und ergreifend eine gute Unterhaltung. Danach habe ich gelesen Kurt von Sarah Kuttner. Die Autorin hat wirklich einen ganz eigenen, wiedererkennungswerten Schreibstil. Ich muss allerdings sagen, ich bin kein Fan davon. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich den wirklich beschreiben soll. Also man merkt, dass die Autorin einen Job hat, in dem Sprache und Kommunikation, also auch zu vermitteln, dass das Teil ihres Berufes ist, sie weiß, was sie da tut, aber gleichzeitig eine sonderbare Faszination für Trash-TV hat, also für sämtliche Assi-Formate auf RTL und Co. So ist dieser Schreibstil, wie eine Mischung aus beiden Welten. Auch solche Fixierungen auf Geruch oder Schweiß und Schamhaar, in die sich die Autorin fast so ein bisschen verliert,
Das stößt mich eher ab. Was die Autorin hingegen richtig gut kann, was dementsprechend auch ein großes Plus in diesem Buch ist, ist der Blick für das Zwischenmenschliche. Das große Überthema in diesem Buch ist, wie unsere Protagonistin, die Lena, versucht, ihren Platz zu finden. Also zunächst im Teil 1 dieses Buches, in der neuen Familiensituation, also mit den beiden Kurz, weil ihr Lebenspartner, nennen wir es mal so, heißt Kurz und sein Sohn auch. Und in Part 2 geht es dann darum, ihren Platz in dieser Trauer zu finden. Wo wir gerade dabei sind, ich weiß nicht, ob die Autorin schlicht und ergreifend keine Lust hatte, sich Namen zu überlegen für ihre Figuren oder ob es tatsächlich einen tieferen Sinn dahinter gibt, dass der Vater und der Sohn beide Kurt heißen. Und es gibt im Prinzip zwei nennenswerte weibliche Bilder in diesem Buch, die auch sehr ähnlich klingen. Die eine ist nämlich die Mutter von dem kleinen Kurt, die heißt Jana und unsere Protagonistin heißt Lena. Aber zurück zum Eigentlichen. Die Autorin hat ein Händchen für die Darstellung von Emotionen, wie gesagt für das Zwischenmenschliche, und sie hat auch ein Händchen für gebrochene, verlorene Figuren. Es werden Aspekte in diesem Buch aufgegriffen, die echt wirken, also die Lenas Lage wirklich verdeutlichen und die in der Realität gerne mal übersehen oder übergangen werden. Manchmal war es sogar schon fast frustrierend realistisch, denn gerade die Protagonistin in ihrer chronischen Unsicherheit gibt sich eigentlich komplett auf und definiert sich dann nur noch über den großen Kurt. Lenas Verhalten ist lange von purer Verzweiflung und Erbärmlichkeit geprägt, was wirklich schwierig war für mich, aber vermutlich, wie gesagt, sogar tragisch realistisch ist. Kurt wiederum ist sehr egoistisch und sehr von sich eingenommen in seiner Trauer, aber anscheinend ja auch schon vorher, wie gesagt, wer nennt denn sein Kind sonst nach sich, nicht mal mit einem Junior dran, sondern wirklich einfach nach sich. Seine Trauer selbst fand ich aber war wieder ziemlich gut dargestellt, wieder hier Stichwort Emotionsdarstellung. Es gibt sehr starke Szenen in diesem Buch, also meine Lieblingsszene war tatsächlich die von Lena im Sommer unter dem Jasmin. Für all diejenigen, die das Buch vielleicht schon gelesen haben sollten, die sprühte auch von Trauer, aber die hatte tatsächlich etwas Wahrhaftiges an sich. An vielen Stellen war mir dieses Buch aber schlicht und ergreifend zu sprunghaft. Um da mal ein Beispiel zu geben, die Entwicklung von Kurt, in der er sich in seiner Trauer regelrecht suhlt und eine ganz verquere Form von Stolz entwickelt auf diese Trauer oder wie er trauert und Lena komplett ausschließt. Schnitt, auf einmal redet er doch mit ihr und sie haben so ein kurzes Gespräch, dann zieht er sich aber auch wieder in sein Schneckenhäuschen zurück. Schnitt, diese Szene unter dem Jasmin, wo er regelrecht fürsorglich Lena gegenüber ist. Da fehlten mir irgendwie die Zwischenräume, also die Entwicklung dahin, die tauchte irgendwie nicht auf. Oder auch die Ausgangssituation, also wo das Buch anfängt, ja. Lena und Kurt sind dort bereits 4 bis 5 Jahre zusammen, irgend sowas in dem Dreh, und sie hatte in der gesamten Zeit keine Beziehung bzw. nicht ihre Rolle zu dem kleinen Kurt gegenüber gefunden oder sich nicht mal die Frage dazu gestellt. Das ist doch nicht realistisch, oder? Also doch nicht nach 4 bis 5 Jahren. Also irgendwie haben mir da so ein paar Erklärungen oder Informationen gefehlt. Was mich allerdings richtig gestört hat an diesem Buch, ist die extreme Überhöhung von dem großen Kurt. Sowohl von Lena als auch von der Autorin selbst. Sie lässt wirklich absolut nichts auf diese Figur kommen und rechtfertigt alle seine Taten. Diese Figur selbst wird nie hinterfragt. Klar, jetzt kann und muss man vielleicht auch einwerfen die Trennung von Autor und Werk. Allerdings, ich mag Sarah Kuttner als Person, also ich mag vor allem ihren Podcast mit Stefan Negemeyer und dort lässt sie halt viel Persönlichkeit durchblicken oder zumindest das, was sie uns zeigt. Und die mag ich sehr. Sie hat aber auch eine sonderbare Einstellung zum Feminismus. Also sie hat eine sehr hohe Toleranzgrenze von Fehlverhalten bei Männern und eher ziemlich wenig bei Frauen. Und das finde ich schwierig. Und vielleicht auch nochmal so als kleine Randbemerkung, auch das zeitweilige Abrutschen von Kurt in den Alkoholismus wurde auch mit keiner Silbe, nicht mit einem einzigen Wort kritisch hinterfragt. Das ist jetzt nicht das größte Problem in diesem Buch, aber auch das ist mir negativ aufgefallen. Zusammengefasst, die Autorin kann gut beobachten. Also wie gesagt, alles, was so mit dem Zwischenmenschlichen zu tun hat oder auch einfach nur mit Emotionen allgemein, das kann die Autorin richtig gut. Also das ist auch wirklich bemerkenswert. Allerdings bietet dieses Buch auch keinen Mehrwert. Man wird mit keiner neuen Erkenntnis oder großen neuen Gefühl aus diesem Buch rausgehen. Letztlich muss ich wohl sagen, ist Sarah Kuttner schlicht und ergreifend nicht meine Autorin, obwohl sie tatsächlich immer Themen anspricht, die mich grundsätzlich interessieren würden. Aber es ist, wie es ist. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Geschichte von Blue von Solomonika de Winter oder so ähnlich. Den Stil fand ich tatsächlich eher unauffällig, er ließ sich aber gut lesen, also ich bin über nichts gestolpert. Das Buch lebt von seiner Protagonistin, das ist der Stützpfeiler in dieser Geschichte, die zwischen eigen und verrückt schwankt. Mal ist sie sehr kindlich, mal hat sie blühende Gewaltfantasien, was durchaus dafür sorgt, dass dieses Buch so etwas Skurriles bekommt, was ich aber grundsätzlich mag. Man merkt aber auch recht schnell, was dahinter steckt, nämlich ein junges, gebrochenes Mädchen mit starken Selbstzweifeln
und einem Hang zum Wahn. Zunächst mochte ich die Protagonistin auch noch und hatte auch Mitgefühl mit ihr. Allerdings im Laufe der Geschichte steigern sich ihre Depressionen, vor allem ihre Wahnvorstellungen, doch sehr. Das Problem dabei ist, dass die Protagonistin, die diese Geschichte, wie gesagt, eigentlich tragen soll, das nicht schafft. Es passiert sehr lange eigentlich nicht wirklich viel. Es ist sehr redundant. Es ist alles, entpuppt sich dann irgendwie doch nur als Fassade, hinter der dann eben doch nicht sonderlich viel steckt. Und vor allem, die Handlung wird extrem unrealistisch. Und eben nicht im Sinne von skurril, sondern im Sinne von unlogisch und schlecht konstruiert. Das hat dafür gesorgt, dass mich dieses Buch irgendwo im Laufe der Strecke verloren hat. Und es mich sogar regelrecht wütend gemacht hat. Und dann kam Teil 2. Also dieses Buch ist in 3 Teile aufgeteilt, die ungleich viel verteilt wurden. Ich glaube, Teil 2 beginnt auf Seite 259 oder so, also ziemlich weit hinten in dem Buch. Und der hatte einen richtig coolen Effekt, weil tatsächlich dann auf einmal alles einen Sinn ergeben hat. Tatsächlich auch das, was ich vorher noch richtig Mist fand. Und das war wirklich fast schon genial. Ich feiere diesen Teil 2 wirklich sehr. Er kam nur leider mindestens 50 Seiten zu spät, was wirklich sehr schade ist, denn dieses Buch schafft es dadurch tatsächlich doch sehr gut zu zeigen, was es bedeutet, in Trauer und auch in Wahnsinn, in Wahnvorstellungen zu versinken. Es ist mal anders erzählt und das ist vielleicht auch eine interessante Idee, so in der Theorie. Das ärgert mich so, weil ich hätte dieses Buch vielleicht tatsächlich als großartig betitelt, wenn Teil 1 nicht wirklich viel zu lang gewesen wäre und da nicht zu viel schief gelaufen wäre, es nicht so redundant gewesen wäre. Und das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Buch stehen soll, weil, wie gesagt, der zweite Teil, den finde ich genial, was für ein Kniff dort gewählt wurde, den ich tatsächlich auch so nicht habe kommen sehen, weil mich Teil 1 vielleicht auch schon so wütend einfach nur noch gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob sich das für mich aufwiegt. Ich habe noch keine gefestigte Meinung, immer noch nicht zu diesem Buch entwickelt. Dementsprechend diese Bewertung ist mehr so ein mach mal irgendwas. Ja, irgendwie schwierig, dieses Buch. Und damit sind wir durch. Das waren die 3 Bücher gewesen, die ich euch hier vorstellen wollte. Rein zufällig auch komplett dominiert von Frauen, wie ich gerade feststelle. Also von 3 weiblichen Autorinnen. Das war so gar nicht geplant. Habt ihr denn bereits eins dieser Bücher gelesen? Oder findet ihr, dass eins davon ganz besonders interessant klingt? Ist vielleicht auch eins bereits auf einer Wunschliste von euch gelandet? Alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, wie immer gerne in die Kommentare damit. Das war's denn sonst soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!